Holzbacher ist wieder da mit einer neuen Ausgabe. Verrückte Spiele, tolle Kandidaten. Sportlich geht's bei uns zur Sache. Natürlich mit Andreas. Das sagt der Andreas auch noch selber. Warum müssen wir das denn immer gleich machen? Müssen wir auch nicht. Nö. Ich dachte, weil du wolltest das erste Mal jetzt dann sie abschießen. Komm keine Sportsbacker, ja. Okay, gut. Konkaino Sportsbacker Yokoso. Yokoso. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacker. Danke, Kimiko. Vielen Dank. Und ich denke, wir starten diese ganze Folge noch einmal von neuem, weil es gerade so viel Spaß macht. Glaubt bloß nicht, dass ich bei sowas mitmache. Nein, also Kimiko, ich würde auch sagen, die Kugel ist aus dem Lauf, beziehungsweise aus dem Lauf, in diesem Fall die Bowlingkugel. Das war eine Ratte, ganz klar zu sehen, aber wir haben auch Affen und wir haben hübsche Schülerinnen. Hula! Das Ganze gibt's gleich, Lenz. Kleinen Moment Geduld. Sportsbacker, die Sendung für verrückte Spiele, tolle Kandidaten. Heute mal zu Gast in einer Bowlingbahn. Lenz, heute wird's richtig sportlich. Richtig sportlich, du glaubst, das ist das Richtige für mich. Ja, schau mal. Es ist aber eine ganz besondere Aufgabe. Natürlich nicht so wie beim normalen Bowling. Hier bekommen die Kandidaten ganz bestimmte Bilder vorgelegt und sie müssen in 5 Würfen diese unterschiedlichen Bilder komplett abräumen. Schade, erstmal die große Arbeit, um diese Bilder überhaupt aufzustellen und so wird das Ganze wieder zerstört. Ja, ist das nicht deine Metapher für unsere ganze Existenz? Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange sie brauchen. Ganz schwierig. Das Ganze beginnt mit einem Strike. Das kennt jeder. Da müssen alle abgeräumt werden. Hier ist der optimale Weg für die Bowlingkugel. Schwieriges Spiel. Aber unser erster Kandidat, Kazutaka Horio, 40 Jahre alt, Bowlinglaufbahn, 5 Jahre, seit 5 Jahren ist er dabei. Und den Strike ist überhaupt kein Problem. Wenn das so einfach wäre. Ein bisschen schwieriger wird es hier beim Bucket. Im Grunde genommen allerdings muss die Bowlingkugel den gleichen Laufweg nehmen und es sind sogar nur 4 Pins aufgestellt. Kein Problem eigentlich. Die 1 Million Yen rückt näher. Und Kula! Tja, auch überhaupt kein Problem. Vielleicht macht es natürlich auch dieses unglaubliche Hemd. Jetzt kommt der Washer. Da muss man versuchen, den ersten Pin vorne mit der 1 links anzuspielen, sodass er den Pin hinten rechts in der Ecke auch noch mit abräumt. Ganz, ganz schwierige Position. Wenn du mal Bowling gespielt hättest, dann wüsstest du, wie kompliziert das ist. Ich habe schon mal Bowling gespielt, aber das hat auf jeden Fall nicht hingehauen. Oh, peinlich. Er war nah dran, aber es hat nicht gereicht für 1 Million Yen und deswegen schauen wir zum nächsten Spiel. Lenz, ich wusste gar nicht, dass du da mitmachst. Ja, das ist so eine kleine versteckte Identität von mir. Auf jeden Fall haben wir hier dieses hübsche Äffchen. Nein, das ist natürlich der Kandidat. Das wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen. Er steht jedenfalls unten und muss Teller fangen. Der arme Kerl und der Affe räumt hier praktisch den gesamten Geschirrschrank aus. Ja, der Affe wirft von oben die Teller runter und er ist sicher, dass er 10 Stück fangen kann, ohne auch nur einen einzigen fallen zu lassen. Wenn er das schaffen würde, 1 Million Yen wäre er reicher. Neues Spiel, neues Glück. Ja, den ersten hat er schon erwischt. Unglaublich, Teller Nummer 3. Aber was machen wir, wenn der Affe nicht mehr weiterwirft? Der wird werfen. Dem macht das noch mehr Spaß als uns, aber der Kandidat Watanabe ist gescheitert. Es ist zwar kein Teller, der hingefallen ist, aber er selber und damit ist er auch aus dem Spiel. Das ist natürlich eine unserer glorreichen, einer unserer bekanntesten und beliebtesten Disziplinen, der heiße Draht. Der heiße Draht ist hart. Und der heiße Draht ist diesmal ganz besonders hart, denn es ist nicht eine Strecke, 15 Metern, es sind 2 Strecken hintereinander. 30 Meter lang der ganze Parcours, dafür bekommen unsere Kandidaten 1 Minute Zeit. Dieser Mann hier, unser erster Kandidat, Satoshi Daimon, 34 Jahre alt, Tennislehrer. Was man hier nicht sehen kann, was ich aber weiß, ist, dass der arme Mann keine Vorderzähne hat. Und mit der 1 Million Yen, wenn er sie gewinnt, dann kann er endlich zum Zahnarzt gehen. Man sieht, er schaut doch ein bisschen verkniffen. Aber hier die große Chance, endlich sich die Vorderzähne reparieren zu lassen. Und er geht hier ein bisschen zu vorsichtig an die Sache. Tja, ist er verheiratet und verliert er, dann ist es vielleicht gleich wieder vorbei mit der Prothese. Ja, ich sag's dir, das war natürlich... Oh, peinlich. Aber natürlich auch das Gute in dieser Situation, er kann wenigstens Zahnpasta sparen. Mal schauen, ob hier der ein oder andere Kandidat nach dem Spiel genauso aussieht wie unser Tennislehrer am heißen Draht. Denn das ist ein bisschen ein gefährliches Spiel.
10 Meter nur der Kurs, allerdings 55 Grad Steigung und die Kandidaten müssen ohne Hilfsmittel bis oben rankommen. Schwieriges Spiel. Viel aufgenommen und los geht's. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter und das Ganze wieder rückwärts. Ja, kurzes Spiel, kurz und trocken, aber lustig, oder Lenz? Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, jetzt geht's hier wieder ums Bilderbowlen. Der Strike, diese Kandidatin scheitert schon bei der ersten Aufgabe, dem Strike. Üben, üben, üben. Itchy bitch. Kimiko ist ein bisschen unfreundlich heute. Naja, ich meine, sie sieht das Ganze vielleicht manchmal ein bisschen strenger. Hier wieder unser tellerwerfender Affe. Oh, ja, das war ein Tiefschuss sozusagen. Einer gefangen. Ja, das war es auch schon wieder. Man muss wirklich sagen, die Flugbahn des Affenwurfes vorauszuberechnen ist extrem schwer. Völlig unberechenbar. Dafür umso berechenbarer hier nicht nur der Kameramann, sondern auch der heiße Draht. Bei heiße Draht, das heißt 30 Meter der Parcours, 60 Sekunden Zeit. Ich sehe wahrlich, das ist der super heiße Draht. In diesem Fall auch noch schwarz und weiß gepunktet. Rumiko Kiyohara, das 22-jährige Model, leider schon aus dem Spiel. Na gut, kann ja mal passieren. Sie geht dreimal über den Laufsteg und hat das Ganze wieder drin. Da haben wir den nächsten mutigen Kandidaten. Rat mal, was der sonst für einen Sport macht. Ich würde sagen, Koch. Rugby-Spieler ist der Mann. Aber es ist klar, wenn man immer nur Sportsbacker schaut, dann kann man natürlich solche Sachen nicht wissen. Weit genug nach oben ist er jedenfalls nicht gekommen. Tja, schauen wir mal, was mit diesen beiden ist. Sie hat den Künstlernamen Vivian Su. Sie ist Schauspielerin und Hobbybowlerin. Und auch hier heißt natürlich wieder Bilderbowlen. Nehme ich doch fast an, oder? Klar, Bilderbowlen für 1 Million. Sie setzt den Strike links an. Wow, ganz schön Glück gehabt. Jetzt wieder diese attraktive Viererkombination. Der Bucket. Ein Bild, das beim Bowling ziemlich häufig vorkommt. Eigentlich auch überhaupt kein Problem. Hat sie auch grandios geschafft. Jetzt war das der Washer, Basher, Basher. Ich glaube, das heißt Washer. Auf jeden Fall eine ganz schwierige Split-Position. Und der Einerpin muss den hinten rechts treffen. Oh, gerade noch gelungen. Wahnsinn! Jetzt hier der Weihnachtsbaum, sehe ich das richtig? Der Weihnachtsbaum, allerdings nur mit 3 Kerzen. Man muss versuchen, zwischen der 3 und der 5 durchzuspielen, um links den Pin noch mit abzuräumen. Schade. Aber sie hat sich toll geschlagen, finde ich. Sie hatte viel, viel Glück bei den ersten Bildern, aber hier, das war dann doch ein bisschen zu schwierig. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht einfach Künstlerpech. Er könnte eigentlich auch mal beim Bowlen mitmachen. Zweiter Teller. Er scheint den Kandidaten zu mögen. Ganz einfache Teller. Ja, kaum hast du mögen gesagt, schon macht es Krach. Was sich der Affe wohl bei diesem Spiel gedacht hat, das fragt man sich. Dieser Mann hier ist Gerüstspezialist. Hat er zumindest angegeben in seiner Biografie. Das heißt, er kennt sich also aus mit schwindelerregenden Höhen und mit Drähten, also beziehungsweise mit Stahl. Shunichi Furuya heißt der Mann. Baut normalerweise Gerüste in Tokio. Und hier versucht er, sich dem superheißen Draht der Spezial-Doppelausgabe zu stellen. Ja, aber wir wissen es ja. Der heiße Draht ist hart. Und je härter, desto heißer. Ja, der erste Teil, den hat er geschafft. Dafür hätte er 30 Sekunden Zeit gehabt, hat er nicht mal ganz gebraucht. Und damit hat er 5 Sekunden mehr für den zweiten Teil des Parcours. 35 Sekunden für die zweiten 15 Meter. Sollte eigentlich zu schaffen sein, aber er atmet schwer. Das ist wirklich eine harte Prüfung. Jetzt geht's los. Die Uhr läuft und er läuft mit. Ja. Itchy bitch. So schnell kann's gehen. Tja, den ersten Teil hatte er so gut gemeistert und dann doch relativ schnell beim zweiten Teil gescheitert. Ja, und dieser junge Herr hier ist Eishockeyspieler. Der ist Eishockeyspieler, Asano ist sein Name, er ist Student und er geht das ganz energisch an. Versucht's mit Tempo und stürzt doch ab. Hat gerade mal 5 Meter geschafft, wir sind hier wieder beim Bilderbowlen.
eine Disziplin, die mir ganz besonders liegen würde, denn für meine Malkünste bin ich ja berühmt. Diesen Kandidaten hier allerdings liegt das Bilderbowlen überhaupt nicht. Naja, immerhin, also 3 von 4 ist doch ganz okay. Ich habe gedacht, ich zeig dir mal ein bisschen, wie schwierig dieses Spiel tatsächlich ist. Das sind aber schon sehr, sehr ansehnliche Versuche, muss man wirklich sagen, für Anfänger. Und das sind Anfänger. Da sind zumindest ein paar Anfänger dabei gewesen. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Kandidat den ersten Wurf bewältigt. Der Strike absolut sicher. Jetzt der Washer-Basher? Nein. Bucket. 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 Ganz genau, Bucket hieß es. Jetzt kommt der Washer. Hoi, absolut sicher. Er ist klasse und was auch klasse ist, ihr könnt jetzt Sportsbacker besuchen. Unter www.wofan.de findet ihr alles zu den zukünftigen Sendungen über die Spiele und natürlich jede Menge Backers. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr gleich. Verrückte Spiele, mutige Kandidaten. Sportsbacker geht in die nächste Runde mit Hotwire. Mit Steep Slope. Und mit einem neuen Spiel mit Bowling. Also wenn du jetzt allen Ernstes behaupten willst, dass Bowling ein neues Spiel ist, aber wir haben sie gesehen, hier geht es um Bilder-Bowling, also um ganz spezielle Bilder, also sprich Aufstellungen von Kegeln, die abgeräumt werden müssen. Genau, und wir haben hier Koji Nakamoto, einen ganz bekannten Komiker in Japan. Ach, der. Und er ist nicht nur komisch, er kann auch ganz toll bowlen. Er hat schon die 5. Position erreicht und das ist wieder ein ganz schwieriges Bild. Mit Splits, und zwar einem Doppelsplit links und rechts. Oh ja, da wackelt er, aber leider nicht. Leider nein, ein bisschen zu wenig Schwung. Die Idee war richtig, dieser Pin hätte die anderen beiden noch mit abräumen sollen. Aber es hat nicht geklappt und der Komiker muss weiter mit komisch sein Geld verdienen. Die 1 Million Yen kriegt er jedenfalls nicht. Aber er nimmt's, wie das für einen Komiker nun mal so üblich ist, mit Humor. Schauen wir mal, wie komisch Fujisawa, der 19-jährige Student, das findet, wenn der Affe ihn versucht, reinzulegen, hinzulegen, abzuräumen und das war's. Ach, peinlich. Der Affe war mal wieder schneller, wieder gemeiner, wieder hinterhältiger, aber er macht's ja nicht mit böser Absicht. Jetzt kommt jedenfalls ein Kandidat, der eigentlich die besten Voraussetzungen hat, als erster dieses schwierige Spiel zu bestehen. Hier, der Mann ist ehemaliger Baseballspieler. Profi-Baseballspieler. Klar, Profi-Baseballspieler. Ja, deswegen mag der Affe nicht werfen. Jawohl, den ersten hat er. Die Nummer 2. Auch die ist da. Die Nummer 3. Ja, großartig. Die Nummer 4. Auch bekommen die Nummer 5. Und ja, das war der einfachste. Mitten auf die Pfoten und er langt vorbei. Die einfachsten sind manchmal die schwierigsten. Auch er verdient nichts. Wir gehen zu Hotwire. Ein bisschen mehr? Na, logisch ein bisschen mehr. Der Mann hier, wenn ich das richtig sehe, ist offenbar Taxifahrer. Richtig, der ist Taxifahrer. Als Taxifahrer verdient man nicht so viel, weil man in Tokio eigentlich immer nur im Stau steht. Deswegen bräuchte sie wirklich dringend die... 1 Million Yen! 1 Million Yen. Das sind immerhin fast 10.000 Euro. Was heißt da immerhin? Das sind 10.000 Euro. Und da springt vielleicht sogar mal ein neues Taxi dabei raus. Oder er kann endlich seine Knöllchen bezahlen. Wäre ja auch was wert. Jedenfalls hat er 30 Sekunden für die ersten 15 Meter. Allerdings, so wird das nichts. Ein bisschen zu langsam. Vielleicht ein bisschen zu oft im Stau gestanden, der gute Mann. Er sieht's halt mit Ruhe und Gelassenheit. Ja, zack und aus und Itchy Bitch. Vorbei die Chance. Ein kleiner Unfall, da hat's geknallt. Wünschen wir ihm, dass es bei der Arbeit besser läuft. Jetzt hier wieder ein Eishockeyspieler, aber der ist eigentlich ein bisschen zu leicht bekleidet. Der Mann ist Triathlet, so kann man natürlich nicht Eishockey spielen. Hori, er ist Student. Und ein ganz gelenkiger Student. 6 Meter hat er schon. Reingefallen. Oder beziehungsweise runtergerutscht. Kommt aufs selbe raus. Und mal wieder Teller werfen. Wie wird der Affe letztendlich eigentlich motiviert? Also per Banane oder? Keine Ahnung. Vielleicht
Ach, der bekommt dann sozusagen immer wieder seine Lauszeit. Ich verstehe schon. Du Lausbub, Lenz. Jetzt schauen wir mal. Also mit Läusen mag ich jetzt erstmal nicht in Verbindung gebracht werden. Na gut, du bist ja auch weit genug weg von dem Affen da. Was da allerdings passiert ist, das weiß ich auch nicht. Ja, der Affe hat offenbar mittlerweile wirklich Gefallen am Tellerwerfen gefunden. Der gibt ein paar Zugaben. Hier noch eine Zugabe für dich. Mika Toda, 23 Jahre alt, Zeitarbeiterin, und sie möchte sich ein bisschen Zeit beim Arbeiten ersparen. Mir fällt nur wirklich ausgesprochen auf, die jungen, besonders gut aussehenden Damen, die sich am heißen Draht versuchen, sind auch ausgesprochen textilbewusst. Hula! Ja, hurra! Sehr konzentriert, 16 Sekunden. Ich behalte mal ein bisschen die Uhr im Auge für dich, Lenz. Okay, mach das. Leider, schade. Also ihr hätte ich das wirklich gegönnt. Also sie hat noch gar nicht gemerkt, dass sie ausgeschieden ist. So voll konzentriert. Aber es haben nur wenige Zentimeter gefehlt, dann hätte sie die nächsten 30 Sekunden Zeit bekommen. Tja, schade. Wieder keiner geschafft. Und wir gehen wieder an den Steep Slope. Ziemlich kräftig sieht der gute Mann aus. Dafür ist aber wirklich bemerkenswert wenig weit raufgekommen. Das waren gerade mal 3 Meter. Enttäuschend. Ja, da weint er. Ein ganz toller Kandidat jetzt beim Bowling, Takashi Mitani. Er hat einen persönlichen Highscore von 279. Und was sagt mir das? Also er kann gut bowlen. Der kann richtig gut bowlen. Beim Strike hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber den Bucket völlig sicher abgeräumt. Der Washer sieht gut aus. Nee, das war ja überhaupt nichts. Und das soll ein Rekord von 297 gewesen sein. Natürlich ist das Problem, wenn du gut bowlst, dass du solche Bilder niemals vorgelegt bekommst. Tja, und solche Teller kriegst du wahrscheinlich auch nie geschmissen normalerweise. Ich möchte dazu bemerken, dass man nach mir nicht mit Tellern schmeißt. Dann wirst du aber auch nie 1 Million Yen gewinnen. Ja. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hier fängt aber einer wirklich alles, was zu fangen ist. Jetzt der 7. Teller. Und der Affe macht Tempo. Noch ein Teller. Oh je. Den hätte er nun wirklich ganz leicht fangen können. Aber unser Kandidat meint, so ist das Leben. Und unser Affe hat mal wieder gewonnen. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, aber was hat der Affe gewonnen? Vielleicht wieder eine Banane oder eine Lauszeit. Und jetzt haben wir einen ehemaligen Profiboxer, Koichi Wajima. Wer so eine harte Rechte hat, der sollte eigentlich auch in der Lage sein, hier den ein oder anderen Teller zu fangen. Und sonst sollte sich der Mann, der den Affen die Teller gibt, ein bisschen vorsehen. Glaubt bloß nicht, dass ich bei sowas mitmache. Aber unser Kandidat macht auf jeden Fall mit, Kimiko. Und der Affe ist auch bereit. Freut sich auf die neue Herausforderung. Und schwupp, schon vorbei. Ich meine, Boxer war er vielleicht mal. Handballtorwart ist er mit Sicherheit nicht. Wir gehen wieder an den Hotwire. Hiroki Shima. Und der Mann ist Schweißer. Das heißt, er kennt sich aus mit Draht, mit Hitze, mit Elektrizität. Beste Voraussetzungen. Er hat sich eine ganze Menge vorgenommen, glaube ich. クリアです。行きました、行きました。ウッチャンズマキ。ここぐるぐる回って真ん中で向きが逆になるんです。この辺りはいいですね、いいですね、いいですよ、いいです。時間はまだ15秒。非常にいい。 Das sieht gut aus. Da ist er sehr schnell. Jetzt hat er diese Gerade. Am Ende der Gerade ist die Schranke. Und er hat sich noch 39 Sekunden für den zweiten Teil aufgehoben. Was er offensichtlich nicht wusste, ist, dass er durchaus ein Päuschen hätte machen können. Vielleicht wollte sich seine Konzentration nicht zerstören. Ja, das sind natürlich immer die extremen Stellen, diese Steilkurven. Da ist schon so mancher Kandidat gescheitert. Ja, die gute Technik als Schweißer hat vielleicht da doch nicht geholfen. Dieser Mann hier ist ein Mönch. Vielleicht hat er genug innere Ruhe, um dieses Spiel perfekt durchzuspielen. Neues Spiel, neues Glück.
Und wenn er die 1 Million Yen hat, dann kann er auch beruhigt raus aus dem Kloster. Mal einen drauf machen. Das schaut aber unglaublich hektisch aus, was er macht. Das war auch unglaublich hektisch, was er da gemacht hat. Ich glaube, er ist noch nicht lange im Kloster. Ein bisschen meditieren wird er noch müssen. Vielleicht lassen wir ihn doch noch einmal mitspielen. Aber in einem Jahr oder so, wenn er wirklich tiefe Versenkung gefunden hat. Du wirst es nicht glauben. Hier am Steep Slope haben wir noch einen Gerüstspezialisten. Heute die große Sendung der Gerüstspezialisten. Ich dachte, das wäre ein gerüstbauender Mönch. Jetzt, ja, da sieht man es wirklich ganz genau. Ich würde mal sagen, 5,75 Meter. Versucht sich da nochmal festzusaugen. Wird er das schaffen? Grandios gemacht. Da klebt er förmlich fest auf der schiefen Ebene. Natürlich nur bildlich gesprochen. Und das gibt's ja überhaupt nicht. Ein Comeback. Ein Endspurt und er hat es tatsächlich geschafft. Kuna, 1 Million Yen. Die hat er fest in den Pfoten. Und ich habe schon gedacht, wir würden überhaupt keine Millionen heute los. Aber er hat die Million Yen, fast 10.000 Euro gewonnen. Show Kosuga runter. Und damit ist es hier wieder Zeit für den Baka des Tages. Auf der Nummer 3, Andreas. Weinen beim Hotwire, für mich unbedingt Platz 3. Dieser erstaunliche Fehlgriff beim Tellerwurf, die Nummer 2. Und jetzt die spannende Frage, wer ist die Nummer 1? Beim Bowling Dusel gehabt und sich so gefreut. Für mich ganz klar der Baka des Tages. Oder muss es in dem Fall eigentlich nicht heißen, die Baka des Tages? Wie du willst, Glenz, auf jeden Fall. Mehr gibt's für... Cool bleiben, ganz ruhig. Ganz ruhig. Im Internet. Unter www.wofan.de mehr zu Sportsbaka. Achtung! Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbaka.